Am Wäldchen nennen manche Kobitzer ihr Wohngebiet schon seit längerem. Jetzt tragen die Häuser am westlichen Ende der Schillerstraße auch ganz offiziell diesen Namen. Die städtische Wohnungsgesellschaft Pirna taufte das Quartier am Wäldchen gemeinsam mit ihren Mietern. Wir machen das ja meistens in Verbindung mit Veränderungen, Aufwertungen im Wohnumfeld. Und wenn ein Quartier oder ein Gebäude sich anbietet, dass es einen bestimmten Namen übernehmen kann, dann machen wir das gerne. Es klingt einfach sympathischer als irgendeine Hausnummer 83a oder so. Die Postanschrift bleibt natürlich, aber wenn man am Wäldchen wohnt oder Quartier Lindenstraße, das sind doch schöne Namen. Das Quartier am Wäldchen liegt direkt im Grünen. Die angrenzende Wesenitzaue ist bei den Anwohnern sehr beliebt. Eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten macht das Wohngebiet gerade für Familien attraktiv. Und für die Verbesserung des Umfeldes wurde in den vergangenen Monaten einiges getan. Also man muss etwas weiter zurückschauen. Wir haben ja hier einen Wohnblock abgerissen, der einzige in Kobitz, der überhaupt abgerissen wurde. Und weitere Abrisse wird es hier in Kobitz nicht geben. Wir haben in den letzten Monaten jetzt in den Außenanlagen einiges aufgewertet. Die Stromversorgung hat uns geholfen, indem sie ihre Trauhäuschen nett angemalt hat. Es wird im Frühjahr noch weitergehen mit ein paar Maßnahmen. Wir warten dafür erst den Winter ab. Zum Beispiel werden hier noch Bänke aufgestellt, die Außenanlagen sind umgestaltet worden, bei den Parkplätzen hat es Veränderungen gegeben. Ich denke, insgesamt ist es eine positive Entwicklung. Die städtische Wohnungsgesellschaft Pirna will auch in Zukunft den Kundenservice verbessern. Aus diesem Grund wird das Kundenzentrum am Robert-Klettring umgebaut. Die Räume wurden bereits erweitert, jetzt geht es an die Inneneinrichtung. Wir haben uns Mühe gegeben, für die Mieter künftig einen neuen Raum zu finden, wo sie bemustern können, also neue Mieter an Fliesen, Bodenbelege, wo sie das ganz in Ruhe tun können und nicht unter beengten Verhältnissen wie gegenwärtig. Und noch wichtiger ist eigentlich, dass es künftig einen richtigen Eingangsbereich geben wird, wo also an den Sprechtagen auch eine Kollegin sitzt, die die Mieter begrüßt und denen vielleicht auch ihre Sorgen, ihre Wünsche schon entgegennehmen kann, ohne dass sie so lange warten müssen, wie das vielleicht gegenwärtig gelegentlich der Fall gewesen ist. Namensgebung Stadtteilfest. Am vergangenen Wochenende war in Kobitz richtig was los. Rund um den Stadtteiltreff wurde einen ganzen Tag lang gefeiert. Bei herrlichem Sonnenschein zog es viele Anwohner auf die Festmeile. Das Programm war abwechslungsreich und bunt und so feierte der Stadtteil sich und seine Gäste bis spät in den Abend.